Schon wieder ein Fake-Account von einem unserer geliebten Verfolger. Anna Odessa. Aber ich will dich fragen in erster Linie. Ach Bist du so, ich dachte, du Zionistin bist oder bist du Christin. jüdisch? Bitte? Bist du Maschallah, Zionistin Zionist. oder bist du jüdisch? Und die anderen sollen sich mal stumm. Redet nicht immer dazwischen, damit man sich auch unterhalten kann. Warum Also, fragst du Anessa. mich so was Privates? Okay. Möchtest du mich Wollen wir nur heiraten Anessa. oder Das ist nicht Kinder privat. machen? Das ist nicht privat. Ich will ja mit dir, ich will ja auch mit dir mich unterhalten, weil du machst ja auch täglich Streams. Und dann will ich einfach nur wissen, ob du eine Jüdin bist oder einfach eine Zionistin bist. Beides aber gleichzeitig geht nicht. Deswegen frage Doch, ich das dich. geht. Ich bin Antworte. beides. 99% aller Juden sind Zionisten, Ben. Ich bin Okay, beides. wenn Sogar als Deutsch bin 99% ein Zionist. aller Zionisten falsch leben, dann ist das nicht der Maßstab der Juden. Dann ist das dein Maßstab. Ben, warum Guck bist du mal, so stummt aggressiv euch und und wir können laut? nacheinander reden. Nein, Dann nein, können zu wir euch welchem aufklären Ben? über Zionismus. Ben, Und holt mal Ben, jetzt nee. Christian. Wir Holt wollen mal nicht so euer Kind. aggressiv, Ich nicht brauche in auf so jeden einem Fall, jetzt Ton. kann ich einfach muten, wenn du mir auf die Nerven gehst. Ich habe gehofft, dass du eine Debatte mit Kian führen willst eigentlich und jetzt nicht mit so einem komischen Ich warte ja auf Kian. Ich will Alufolie-Verschwörungsfragen. mich nicht mit euch unterhalten. Ihr Okay, habt keinen super. Der Plan von Kian ist jetzt Zionismus, da. geschweige vom Judentum. Deswegen sei mal Du bist leise. uns stolz darauf, Na, ja, du weißt lass dem nicht mal, was ein Zionist ausreden. ist, Ben. Und jetzt Ben, kannst ich du mit dachte, du willst was zu Kian sagen Jetzt und kannst du nicht mit zu Kian was mir. Ich bin ausmachen. hier nicht im Interview und ehrlich gesagt, ich unterhalte mich nicht mehr mit unzufriedenen Männern über meine Religion, über meine Juden, ich will Ehe. die Juden schützen. Ich liebe die Juden und ich will sie beschützen Ich vor glaube, gefährlichen wir Zionisten, die brauchen deinen demnächst Schutz nicht. den Juden Habibi, wir sind gut ohne dich klargekommen und wir werden auch weiter ohne dich Nein, du klarkommen. immer noch, Mach du dir bist keinen kein Kopf Jude, du darüber. bist kein Jude. Wenn ich dich Mach jetzt dich frage nach der Tora, lass du dem kannst mir noch ausreden, nicht mal Biest. ein Gebot, guck mal, lass dieses Spielchen nicht bei mir. Wow, okay, Bitte so. ich bin ganz Ohr. Er ist so lustig, Mann. Er ist Mashallah Moslem, friedlicher Mitbürger von uns allen. Ja, Ja, islamisch Frieden, aber lass aber dem bitte ausreden, Biest. redet nacheinander und Aber er ist ja öffne nur dein hochgekommen, weil Mikro, er weil mit ich Kian möchte eine ihn Debatte. hören. Er liebt die Juden, ja, wir lieben die Juden auch, wir haben das gemeinsam. Er will uns beschützen, ja. Er will uns beschützen. Wie willst du bei der IDF mitmachen? Wo brennt's? Guck mal, Anessa, ich habe dich ja vorhin gefragt, du hast immer noch keine Antwort gegeben. Bist du Doch, ich Jüdin bin oder bist du beides Jude Zionistin? und Zionistin. Jude Okay, dann und kann ich dich kurz, Zionistin. was fragen. Wie kann es sein, dass du beides gleichzeitig bist, wenn aber der Zionist, und jetzt gut zuhören, wenn der Zionist nicht die Tora annimmt, sondern den Talmud? Eine ganz einfache Frage. Bitteschön, wenn bei uns Muslimen eine Handvoll Oha, Leute da zum haben wir Beispiel, schon. guck mal, ganz Da kurz haben wir zuhören, schon. Ist mir klar, wenn dass bei du uns Moslem bist. Muslimen Jetzt eine habe ich Handvoll vier Leute Beine. zum Beispiel auf die Idee kommen würde und sagen würde, wir nehmen jetzt auch nur den Koran an, dann sind das auch Sektenmitglieder und nicht Muslime. Das Wie Gott, deine kannst du jetzt Stimme erinnert behaupten, mich an nochmal, jemanden. wie kannst du Hört jetzt ihr, wie ihm behaupten, einer dass du abgeht? beides Wirklich? Ihm gleichzeitig geht so sein kannst? dermaßen einer ab jetzt gerade. Der hat wahrscheinlich Ja. so ein Zelt in der Hose. Und jetzt kommt der Stefan an der Seite. Lass doch bitte mich mit ihr unterhalten und lass deine Kommentare Nein, das sein. hast du nicht zu bestimmen, sondern sie, also Stefan, sei Halblang-Burschi, leise, kleiner, Stefan. bisschen Stefan, mach halblang. dein Ja, Mikrofon ja. aus. Lass uns doch kurz Ja, das unterhalten. hast du nicht zu Also, bestimmen, Anessa, sondern die, guck nein, mal, das hast ich nicht weiß du zu nicht, bestimmen. ob du Nein, mir ich guck folgen mal, kannst, sondern wenn so hör mal, wir Zwischenkommentare sind hier kommen in von Deutschland und diesem. da heißt das hör mal, nicht guck mal, weil ich sehe dich nicht und du siehst mich Okay, nicht. jetzt kommt der deutsche Bananenwerfer von der Seite, der Aha, jetzt Unterhalter. beleidigen wir auch noch. Typisch. Nein, Typisch jetzt das. kommt dein Zirkus, dann kommt Der Moslem kann nur beleidigen, wenn er in der vom Publikum Unterzahl ist. raus und verteilen ihre Stopp. Apfel oder Äpfel. Guck mal. Ben, stopp. Ich fühle mich geehrt, dass du dir Sorgen machst um mich und um meine Meinung und um meine Zugehörigkeit. Ich habe den Stream damit angefangen, was Zionismus heißt. Ja, du warst einfach nicht da. Nein, ich weiß aber, dass du das oft machst. Ja, Ausreden ich mache lassen, das mein oft. Ich Kleiner. erkläre es dir. Bitte unterbrich mich nicht. Jetzt hat Beats mich beschützt. Ja, Er mag auch die Juden und beschützt die Juden, also mich. ja. Das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Anessa, nochmal. Ich bin Du nicht kannst Anessa, ich nicht bin beides Anna. sein. Mir ist dein Name egal. Mir Guck ist dein mal, Name uns egal. interessiert deine Meinung nicht. Sie wird dich jetzt ein Mir ist bisschen deine aufregen. Meinung Hör zum einfach Beispiel gut zu. egal, Ben. Mir ist Nein. deine Meinung egal. Opinionen und Wenn du mich Meinungen bitte. nochmal unterbrichst, dann Dann fliegst du fliegst du raus. ganz Du einfach. hast die Wahl. Guck mal. Das ist nicht wie bei dir zu Hause, bei den Muslimen. Obwohl ich eine Frau bin, ich habe auch ein Recht auf meine Stimme. Okay? Und nochmal. Zionismus
Zionismus, das ist eine politische Bewegung und das Ziel des Zionismus ist eigentlich schon erreicht. Es gibt einen Berg in Jerusalem, das heißt Zion, ja, und Zionismus war eine politische Bewegung und das Ziel vom Zionismus war, ein Zuhause für die Juden zu errichten, das heißt einen jüdischen Staat. Der jüdische Staat ist schon da. Ich habe den babylonischen Talmud hier. Können wir uns den angucken? Nein, also Leute, nein, Ben. Warum nein? Warum nein? Können wir uns jetzt den angucken? Weil du sagst ja, es geht ja um einen Berg. Ich sage, es geht um was anderes. Können wir jetzt den babylonischen Talmud aufmachen? Können wir jetzt... Ben, also ich habe Ben ausgeschaltet. Ben kann sich beruhigen. Unten, ja, und Kian gerne zuhören, weil ich glaube, Kian hat was zu sagen. Ja, und dann könnt ihr weiter bitte nacheinander auch ihm antworten. Wenn du dich beruhigt hast, Ben, und bereit bist mit uns. Ja, ja, typisch. Ja? Geh erstmal ein bisschen dich beruhigen, ja, sonst können wir keine Konversation führen. Ich bin führen. Aber berührt, wie arabische Männer mir oder muslimische Männer mir Nachrichten schreiben, sich sehr darüber aufregen, ob ich verheiratet bin, ob ich jüdisch bin, ob ich christlich bin und so weiter. Das ist sehr eigenartig und so abgehend mitten im Stream. Was ist mit euch los, Leute? Hier, sag was. Ich wollte mich jetzt verabschieden. Ja, gut, Andreas. Okay. Okay. Ich muss früh zu Bett. Wir haben es gleich raus, vor 12 schon wieder. Okay. Ja, gut, alles gut, Andreas. Gut, dann ich hoffe vielleicht bis morgen. Nur ich hätte ihn gerade gerne eine Frage, ob er weiß, was der Talmud ist und was die Tora ist und was der Unterschied ist. Denn Zion, der Berg Zion wird ja, glaube ich, wenn mich nicht irre, nur im Alten Testament erwähnt, in der Tora. Er weiß es nicht. Ja. Er weiß ja. Da kommt er. Lass bitte Kian antworten. Vom Berg Zion. Andreas, wenn du willst, bleibe, sonst sage ich dir schon mal gute Nacht. Kian wollte ich sagen. Ich muss leider zu Bett. Wir haben und danach Speedy, Stefan, Beats, ich bin's und Frank. Danach alle. Kian, Shalom und ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Bis bald wieder. Gute Nacht, Andreas. Danke, dass du da warst. Komm wieder. Kian, kannst du uns kurz erklären, worauf er hinaus wollte mit babylonischen Talmud? Ja, ihr müsst einfach verstehen, was ihr mit hier zu tun habt. Ihr habt es mit einem Muslim zu tun, der über die islamische Perspektive euch über den Talmud oder über die Tora aufklären möchte. Er möchte faktisch ein Spiel spielen, das Muslime sehr gerne spielen. Sie wollen die Zionisten vom Judentum trennen. Und das ist ein altbekanntes strategisches Spiel unter Muslime. Habe ich damals auch gemacht, während meiner islamischen Zeit. Ich war übrigens dafür verantwortlich, dass bei der Berliner Kurzdemonstration, der Jerusalem-Demonstration, orthodoxe Juden mitlaufen, die sich gegen den Staat Israel aussprechen, von der Netorei-Charta. Also ich weiß, von was ich spreche. Er versteht nicht, was Zionismus in sich bedeutet. Der Zionismus kann sowohl von Nichtjuden gestützt werden, als auch von Juden. Die meisten Juden, die im Israel leben, kann man durchaus als Zionisten begreifen. Sonst könnten sie in dem Staat Israel gar nicht leben. Ich bin Ex-Muslim, ich gehöre nicht mal dem jüdischen Kulturkreis an, aber ich bin ein überzeugter Zionist. Ich bin der festen Überzeugung, dass es notwendig ist, dass die Juden einen eigenen Staat haben. Ich begründe es nicht unbedingt zwingend auf religiöser Basis, weil ich nicht an die Tora glaube, aber ich begründe es zumindest historisch und kulturell und ethnisch. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel auch ein großer Freund des Zionismus bin. Aber das kann ich auch später auch erklären. Das ist auch überhaupt kein Problem für mich. Alles, was ich da sagen möchte, ist, dass er nichts weiter probiert, als so zu tun, als wäre der Zionismus etwas anderes als Judentum. Der Zionismus leitet sich aus dem Judentum ab. Er hat seine Inspiration nicht zwingend aus der Religion. Wir wissen, dass Theodor Herzl kein religiöser Mensch gewesen ist, genauso wie die meisten Vordenker der zionistischen Idee. Die waren zumeist säkulare und liberale Juden. Da die Juden sich als Volk verstehen und nicht nur als Religionsgemeinschaft, hat der Zionismus durchaus eine Existenzberechtigung, weil Theodor Herzl zuerst an die Rettung des jüdischen Volkes gedacht hat. Und er hatte das ganz pragmatisch gesehen. Er hat gesagt, es gibt eine Verwurzelung zu dem Ort, an dem
den wir Israel nennen, ja, Eretz Israel. Und es gibt eine kulturelle, eine sprachliche und eine folkloristische Bindung an dieses Land. Und er hat auch gesagt, dass es eine religiöse Bindung an dieses Land gibt. Aber da, dass die Juden sowohl Volk als auch Religionsgemeinschaft sind, hat der Zionismus eher auf liberaler und säkularer Ebene agiert. Und das ist der Grund, warum Muslime dreist genug sind, um zu kommen und versuchen, unter Nichtberücksichtigung dieser Fakten Juden sozusagen zu belehren, ob sie wirkliche Juden sind oder nicht. Er weiß einen Scheißdreck über den Zionismus und er weiß einen Scheißdreck über den Juden, über das Judentum. Die ganzen orthodoxen Juden, die gegen den Staat Israel sind, haben keine Erklärung, haben keinen Beweis aus der Tora, dass die Gründung eines Staates gegen die Tora geht. Ja, die Netorei-Charta hat keine vernünftige Erklärung dafür. Ja, das ist das gigantische Problem dabei. Und wenn er hochkommt, können wir gerne darüber reden. Aber er kommt mit dem Talmud und er spielt sich als Muslim, als Talmud-Experte auf. Das ist typisch, dass muslimische Apologeten hochkommen und versuchen, Juden über den Talmud zu belehren. Das ist, weil der Koran ihnen erzählt, dass der Talmud verfälscht ist, dass die Bibel verfälscht ist und dass die Muslime das tatsächliche Wissen über den verfälschten Grad haben, der stattgefunden hat. Ignoranz und Unwissenheit in der Welt. Und das ist nur unserem hierigen Wertesystem im Westen zu verdanken, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ich ihm nicht zuhören muss, also nicht gezwungen bin, seine verdammte Meinung anzutun, weißt du? Da haben wir so ein Glück. Wir können Gott jeden Tag dafür danken, dass wir hier geboren sind und hier leben dürfen. Absolut. Das ist er spielt ein extremes Spiel. Und schade, dass er nicht mehr da ist. Ja, ich hätte ihn gerne mal quatschen gehört. Sehr gerne. Das Aufeinandertreffen, das hätte ich jetzt auch genossen. Aber es ist diese Aggression, die man so, ganz ehrlich, ich habe nach dem ersten Satz, habe ich schon gewusst, dass er ein Moslem ist. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum oder wieso, aber es ist der Ton in ihrer Stimme, die Art und Weise, wie sie sprechen und diese Arroganz irgendwie. Ich höre aus ihrer Art, wie sie reden, schon eine grundsätzliche Überheblichkeit raus. Ja. Und dann schlagen bei mir alle Alarmglocken. Also er erinnerte mich in seiner Ansprache an den österreichischen Maler und war sehr, sehr aggressiv und feindselig und war eigentlich nicht an einem Dialog interessiert. Ja, er wollte eigentlich mit Kian eine sachliche Diskussion und sobald er hochkam, wollte er nicht mehr mit Kian, sondern mit mir darüber sprechen, ob ich Judin oder Zionistin bin. Und das, was Kian gesagt hat, dass man das trennt, dass man meine Identität in Frage stellt. Wir haben einen neuen Gast, Papu. Mach bitte dein Mikro an. Ich schicke dir jetzt eine Einladung zum Mikro anmachen. Ich habe es ausgemacht, weil bei dir sehr laut war. Bitte mach dein Mikro an und sag uns gerne, was du gesagt haben möchtest. Und dann machen wir weiter bei Speedy. Schönen guten Abend, Papu. Guten Abend. Schönen guten Abend an euch allen zusammen. Ich danke euch erstmal, dass ihr mich hier hochgeholt habt. Und ich freue mich natürlich, bei euch zu sein. Ich bin aus einer Sinti-Familie. Vater, Mutterseite aus, habe aber auch jüdische Verwandtschaft von meiner Vaterseite aus, von den Levis. Aber wir selber sind keine Juden. Aber wir sind den Juden sehr gut zugetan durch unsere gemeinsame Geschichte, die wir hier gehabt haben. Lager, KZ und. Und natürlich liebe ich meine Menschen auf beiden Seiten. Und ich muss immer viel feststellen, ich bin selber kein Jude. Nur dieses Shalom Aleichem, dieses in Hebräisch, das hat mir schon ziemliche Schwierigkeiten gebracht. Gerade wenn Antisemiten den Namen nur lesen, dann kommen die schon sofort auf politische Sachen. Und ich möchte aber eins sagen, ich habe keine Probleme mit Muslimen. Mein Schwiegersohn ist Muslim, gläubiger Muslim. Kein Fanatiker, sondern liberal und ein lieber Mensch, der gehört von meiner Familie. Und das geht auch. Er weiß, dass wir jüdischen Hintergrund haben. Er liebt das. Wir lieben seine Familie. Und es klappt. Es gibt natürlich die Extremen, die meistens hier auf
Bereichen vom TikTok oder von anderen Netzwerken powern und die Politik direkt in die politischen Sachen reinkommen. Ich selber stehe zu Israel. Ich selber stehe zu Israel, was sie machen. Die Opfer auf beiden Seiten sind natürlich bedauerlich. Die Zivilisten, meine ich, die ja, dabei zu Tode kommen. Ganz kurz, bevor wir über Gaza reden, Papu, ich wollte nur kurz, was du gerade gesagt hast, zeigt ja ganz klar, dass es nicht um Israelis geht, ja, nicht um Zionisten. Okay. Es geht um Juden, okay. Weil er hat einfach nur Hebräisch bei sich da im Namen drin stehen und er wird deswegen angemacht, okay? Das heißt, es ist egal, er könnte irgendwo in New York irgendwo wohnen, ja, und trotzdem machen die Leute ihn an. Warum? Einfach, weil sie ein Problem damit haben. Ja. Weltantisemitismus. Ja, die Leute informieren sich nicht, ne? Das gibt so eine Rundumschläge und ich denke, das gehört zur Hamas-Propaganda. Hm. Und viele sind dumm, hinterfragen nichts. Es gehen Leute auf die Straße, tausendeweise, und ich bin entsetzt. Ich sage wirklich, ich bin entsetzt. Die gehen alle auf die Straße und stellen ein Bild dar, was es nicht ist. Israelis sind keine Kindermörder. Sorry, ich hasse es zu unterbrechen. Kann ich einen von euch, Frank Odin, kann ich einen von euch runtermachen, weil hier ist ein Mohammed drin. Dann haben wir auch wieder einen von der Gegenseite. Kein Problem. Frank, weil ich Odin schon entfernt habe, lieber Frank diesmal, damit nicht Odin immer diejenige ist, die gegen uns. Ich kann auch runter. Mohammed kenne ich schon. Die Leute sind jetzt nicht in der Schlange. Ich nehme den Mohammed. Der Scharia träumt, der Idiot. Ja, ja, ich habe ihn schon mal gehört. Das ist ein ganz lustiger. Let's go, Mohammed. Guten Abend, Mohammed. Guten Abend, Mohammed. Salam aleikum. Abend, Anissa. Ich war ja vorhin schon drin. Mhm. Genau, Hamas, oder wie du da heißt, www.hamas. Ja, geh mal rauf auf die Seite. Hamas kommen, ja. Ach, du bist der. Also, Anissa, ich habe mich jetzt beruhigt. Ich habe mich jetzt beruhigt. Ich bin einfach, jetzt den zehnten Account angemacht. Ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ja. Richtig, jetzt kennst du mich. Jetzt weißt du, wer ich bin. Ne? Ich habe mehrere Leute, die so sind. Ja. Okay. Zadik, komm mal nochmal hoch. Ah, und, kannst du, nur mal genau, dazu, ihr braucht immer für einen Muslim braucht ihr 20 Leute. Für mich bist du ein Spinner. Weiß ich mein. Ja, Odin ist ja nicht schlimm. Was sich liebt, das neckt sich. Was sich liebt, das neckt sich. Ich zeig dir auf jeden Fall noch meine Liebe. Glaub mir. Sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe dir ja gesagt, 50 Shades of Grey. Glaub mir, du hast noch nie so viel Luft in deinem Leben geschnappt, wie du schnappen wirst, wenn ich dich mal schnappe. Ohne Scheiß. Ja, Odin, ich habe dir gesagt, ich fress dich mit Haut und Haaren auf. Glaub es mir. Du wirst deine Sandkurven und alles. Willst du hier oder willst du was Vernünftiges beitragen? Du kannst mit Odin jetzt anlegen. Fängt schon die Doppelmoral an. Also ich werde hier angegiftet und jetzt bin ich der Troll. Ich bin der Gift ist doch genauso. Lasst bitte Ben aussprechen. Ben hat sich beruhigt, ja? Und Ben ist ganz ruhig zu uns. Danke, Anissa. Danke. Ja, Anna, aber bitte nenn mich beim Namen. Ich heiße Anna, sonst musst du gehen. Richtig, aber dann musst du mich ja auch beim Namen jetzt nennen, Mohammed. Mohammed, okay, Mohammed. Danke. Bitte. Also, der Kian hat ja gerade wieder was erklärt. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Ja. Jetzt habe ich wieder Fragen, weil wenn es ja wirklich um einen Berg Zion geht, demnächst wird die Al-Aqsa-Moschee im Ramadan... Angenommen, es wird die Idee eines dritten Tempels wird in den Raum geworfen. Warum sollten die Juden das nicht machen? Die Al-Aqsa-Moschee ausgerechnet auf den Trümmern des zweiten Tempels zu bauen, war ein Affront gegen das Judentum. Typisch Islam. Ja? Bauen einfach ihre Moschee auf der heiligsten Stätte der Juden. Ja, Jan, du weißt, wenn die Juden wieder einen Tempel aufbauen wollen, dann lass sie doch einen Tempel aufbauen. Es geht immer um Location. Außerdem haben die Juden ganz kurz, Kian, dazu das Argument, ich kann dazu nur sagen, wir kontrollieren Jerusalem jetzt seit 67, okay? Ja. Und wir haben da noch keinen Tempel gebaut, also könnt ihr doch ganz beruhigt weiterschlafen. Ja, die Juden achten sogar darauf, dass die Al-Aqsa-Moschee nicht beschädigt wird, auch wenn es ab und zu mal passiert ist. Aber es gab mehrere Attentate von jüdischen Siedlern auf die Al-Aqsa-Moschee und die wurden vereitelt vom Inlandsgeheimdienst Shin Bet. Muslime immer zu Ramadan extra friedvoll werden, ja, um die Zeit herum und dann in der Al-Aqsa-Moschee der friedliche Protest,
Tante Proteste machen, dann kommt natürlich irgendwie Regelung, dass da nur noch bestimmt viele Leute reinkommen pro Tag, ist doch normal. Ja, die Juden könnten ohne Probleme die Al-Aqsa-Moschee entfernen. Das würde aber einen riesigen Aufschrei in der islamischen Welt geben. Deswegen haben die Israelis entschieden, die Al-Aqsa-Moschee zu beschützen. Ich weiß, sie tun es nicht gerne, weil es viele orthodoxe oder konservative Juden gibt, die einfach wollen, dass dort wieder der neue Tempel aufgebaut wird. Aber Kian, ganz kurz, wir müssen etwas korrigieren. Du bist ein bisschen ehrlich, aber auch ein bisschen unehrlich. Ich weiß nicht, ob du das extra machst oder ob du ein bisschen unwissend bist. Es gibt ja auch Zionisten, die sich dazu bekennen, aber unwissend sind. Deswegen, ganz kurze Frage. Die Al-Aqsa-Moschee oder der Fleck, wo die Al-Aqsa-Moschee steht, ist nicht nur wichtig für Muslime, er ist wichtig für die Christen, Juden und Muslime. Das heißt, er würde, wenn dort irgendetwas im Bau eines dritten Tempels gemacht werden wollen würde, dann würde ein dritter Weltkrieg auch ausbrechen, und zwar unmittelbar direkt danach. Die Al-Aqsa-Moschee ist nur für Muslime wichtig und nicht für Christen. Warum sollte sie für Christen oder für Juden wichtig sein? Aus welchem Grund? Mohammed über seine Nachdenken. Es gibt überhaupt keine Beziehung. Es gibt nur diese kleine, übrigens, die. Okay, Kian, ganz kurze Aufklärung. Kian, 2000 ja. Jahre circa war doch Jerusalem in christliche Hände, oder nicht? Aber was hat das mit der Al-Aqsa-Moschee zu tun, die Omayyaden gebaut haben? Ja, gut, aber trotzdem hatten immer jeweilige Religionsangehörige quasi die Al-Aqsa-Moschee für sich beansprucht. Und es war dann auch mal. Al-Aqsa-Moschee, wenn 2000 Jahre Christentum über diesen Ort geherrscht hat und der Islam erst 600 Jahre später gekommen ist und nochmal ungefähr knapp 90 Jahre ins Land gegangen sind, bis unter der Führung von Omar ibn al-Khattab die Moschee durch die Omayyaden gebaut worden ist, dann hat es null Bedeutung für die Christen. Das heißt, ich könnte dann auch aus der Hagia Sophia jetzt in der Türkei einfach mal ein Hotel umkrempeln. Wäre das auch möglich? Da würde auch kein Krieg ausbrechen. Die Hagia war eine zentrale Gebetsstätte für das byzantinische Christentum in der Türkei. Ja, und die Muslime, die dort gekommen sind unter dem Sultan Osman, die waren Invasoren und haben das byzantinische Reich dort zerstört. Ja, aber die Hagia Sophia war eine ganz alte, ehrwürdige christliche Stätte und war die zentrale Gebetsstätte des byzantinischen Christentums. Das ist etwas völlig anderes. Und wieder ist es ein Affront, einer der wichtigsten byzantinischen Gebetsstätte des vorderen Nahen Ostens in eine Moschee umzuwandeln, ist ein Affront auf den jüdischen Tempelberg. Eine Moschee aufzubauen und dass Mohammed dann das Märchen erfindet, dass er ausgerechnet von dort in den Himmel gestiegen ist und seine Miraj gemacht hat, seine Himmelfahrt gemacht hat. Es ist einfach nur islamische Propaganda. Und es ist noch viel schlimmer. Es ist ein Affront gegen andere Religionen. Und wenn wir uns das alles anschauen, dann sehen wir, der Islam provoziert permanent. Auch die Kaaba war eine vorislamische Einrichtung und wurde dann islamisiert. Und es war vorher keine islamische Kultstätte. Überall, wo der Islam expandiert ist und überall da, wo der Islam sich festgesetzt hat, hat er immer eine frühere Kultstätte übernommen und hat dann deklariert, das ist jetzt der Islam. Hier herrscht jetzt der Islam. Ganz kurz nochmal dazu. Religion ist wie Real Estate. Es geht um die Location. Das heißt, wenn eure Religion in der Lage ist, die Location von jemand anderem, einer großen Religion zu übernehmen, dann ist das wie ein fetter Boost, ja. Ihr kriegt dann sozusagen die Follower von den anderen dazu. Hamas, so kann ich kurz was fragen? Ich bin ja hochgekommen eigentlich, um was Bestimmtes zu fragen. Wir bleiben bei dem Tempel, bitte, nicht ablenken. Wir reden nachher über Kaaba und alles andere. Schau mal, Kian, du hast gerade gesagt, das ist einfach nur von den Haaren herbeigezogen. Kannst du bitte den Talmud öffnen? Einmal Shabbat 33a aufschlagen und uns das vorlesen. Lest uns bitte den Shabbat 33a mal kurz vor. Ich will gar nichts mit diesem religiösen Bullshit zu tun haben. Siehst du, sobald Fakten kommen, sobald jemand wie ich, der sogar den Vers nennen kann, wo es drin steht. Ich will gar nichts mit diesem Bullshit zu tun haben. Okay, aber Kian, wenn du doch nichts damit zu tun haben willst, was ist, wenn ich dir sage, trotzdem wird jeder damit unbewusst reingezogen. Wenn der dritte Tempel kommt, dann haben wir einen dritten Weltkrieg. Was rafst du daran? Nicht. Guck mal, ganz das kurz ist hier. Unsinn, ja. Mohammed. Was nochmal, er macht sein ganzes Argument auf
hätte Fahrradkette Bein. Das ist alles. Und da können wir jetzt drüber spekulieren. Natürlich, wir können über alles Mögliche spekulieren, aber wir können keine wirkliche faktische Debatte darüber führen, weil uns einfach gar keine Daten vorliegen, die darüber Natürlich hast du Daten. Natürlich hast du Daten. Nicht. Putin und Trump zum Beispiel. Ja, wir haben tatsächlich Daten. Die Daten besagen, wir haben jetzt den Tempel seit 30, 40 Jahren unter Kontrolle und da steht noch kein neuer Tempel. Das sind die Daten, die uns vorlegen und die beweisen ja, dass wir tatsächlich dafür sorgen, dass alle Religionen Zugang dazu haben. Ja, eigentlich nur die Muslime, weil Juden dürfen nicht auf dem Berg beten. Nur mal so bei dem Compound. Ja, also ich weiß nicht, du kannst jetzt sagen, die 40 letzten Jahre sind irrelevant, aber ich habe keine Lust über hätte irgendwas, so, es macht einfach keinen Sinn. Schau mal Leute, ihr müsst da mal... Okay Ingo, aber ich frage dich jetzt bewusst, wenn die Lubavitch-Sekte bewusst mit Politikern agiert und auch eben diese Politiker dazu animiert, wie ein Bibi Netanyahu zum Bau des dritten Tempels, was sagst du dazu, sind das dann auch Spekulationen? Meinst du Tabalugavitch? Die Lubavitch-Sekte, richtig, die Rabbiner der Lubavitch-Sekte. Du kommst von einem Thema zum anderen und du steigerst dich da in irgendwas rein. Ich weiß ja nicht genau, woher du deine Informationen... Eigentlich nicht, weil ich habe gerade ja gesagt zum Beispiel, können wir im Talmud gucken, wolltet ihr auch nicht. Dann sagt ihr, das sind wieder Fantasien. Guck mal, mit euch kann man nicht... Mohammed, du, was du hier machst, ist spekulieren und Leute zu irgendwas auffordern. Das, was du nicht tust, ist hier irgendetwas belegen. Das tust du überhaupt nicht. Du kannst gar nicht diskutieren, weil du gar nicht merkst, dass du dir selber widersprichst. Freunde, schaut mal, der Zionismus ist eine große Zeltbewegung, die das gesamte Spektrum von progressiven, gemäßigten und konservativen bis zu unpolitischen Juden und Nichtjuden umfasst. Es gibt Zionisten, die der israelischen Politik kritisch gegenüberstehen. Genauso wie es Zionisten gibt, die selten ihre Meinungsverschiedenheiten mit der israelischen Regierung zum Ausdruck bringen. Und der Zionisten. Die einen sagen, Israel ist zu rechts, die anderen sagen, Israel ist zu links. So sieht's aus. Unter Zionisten gibt es unterschiedliche Ansichten über den israelisch-palästinensischen Konflikt, darüber, wie Frieden gefördert werden kann, Zwei-Staaten-Lösung unterstützt werden soll und über die Ansätze für israelische Siedlung. Kritik an der israelischen Politik ist nicht antizionistischer als Kritik an der amerikanischen Politik, antiamerikanisch zu sein. Was hier Mohammed versucht, ist, dass er das in eine religiöse Ecke hineindrängen möchte und er möchte als Muslim sich als Judenexperte aufführen, damit er euch irgendwie sagen kann, es gibt einen dritten Weltkrieg. Der dritte Weltkrieg passiert nicht dadurch, dass die Juden die Absicht haben, einen dritten Tempel dort zu errichten. Sondern wenn sie die Al-Aqsa-Moschee wegmachen, richtig, hier. Wenn sie die Al-Aqsa-Moschee wegmachen, wegreißen, Mohammed, entsteht ein dritter Weltkrieg. Mohammed, die Al-Aqsa-Moschee wird, wenn, dann als Provokation von der Hamas oder von irgendeiner muslimischen radikalen Terrororganisation zerstört. Die Juden haben überhaupt nicht vor, eure Moschee anzutasten, ganz im Gegenteil. Deswegen, und das würde Israel auch nur schaden. Die einzigen, die das tun würden, denen es zugute kommt, ja, kommen würde, das wären eben die Araber. Das heißt, du sprichst ja selber davon als Muslim. Das hat ein Jude nie reingebracht in diese Diskussion. Das ist schon jetzt indoktriniert in eure Gedanken. Ihr habt es schon jetzt den Juden zugesprochen. Anna, ich spreche ein Jude. Nein, das ganz kurz, nicht Anna, so. Ich Anna, spreche zu Ende. Anna, ihr gebt mir maximal immer... Hey, ganz kurz, ja, Frauen immer aussprechen. Ja, ich darf hier aussprechen, Mohammed. Stell dir vor, sowas gibt's in dieser Welt auch, obwohl ich eine Frau bin. Und du unterbrichst mich bitte nicht. Ihr habt diesen Gedanken bereits in eurer muslimischen Welt indoktriniert bekommen, dass Israel diese heilige Moschee, die sowieso auf den Trümmern von einem jüdischen Tempel steht, ja, dass das von Juden zerstört wird. Ihr glaubt es jetzt schon, wo es noch gar nicht da ist. Das heißt, eure Anführer, eure Terroranführer, eure islamistischen kranken, perversen Geschäftsmänner haben das vor. Ja, und die Menschheit ist nicht blöd. Alle, die das wissen müssen, wissen das. Und kluge Menschen können beobachten und das verstehen, Mohammed. Das heißt, je öfter du das sagst, desto deutlicher wird, dass nicht die Juden diese Moschee zerstören werden, sondern die Araber.
Okay, Anna, darf ich dich kurz was fragen? Aber auch genau auf das, was du jetzt gesagt hast. Guck mal, dann musst du doch mit mir mitgehen können, wenn ich sage, ich fürchte vielleicht genau das, was du jetzt so vorgetragen hast, wo du sagst, es könnte aber von arabischen Zionisten, vielleicht von Saudi-Arabien gelenkt sein, gehe ich ja mit vielleicht. Kann sein, dass die mitagieren und das machen wollen. Aber warum kannst du nicht Saudi, mir glauben, Saudi wenn ich sage, guck mal, schon wieder redet einer dazwischen. Lass mich doch kurz auf Anna Bezug nehmen. Du sagst, du respektierst Frauen, aber lässt mich nicht mit ihr kurz reden. Danke dir. Die Frau? Ganz kurz, Anna. Ist das keine Frau, die Anna? Also ich dachte, du respektierst, wenn Frauen irgendwie was äußern und man darauf als Mann... Du kannst gar nicht argumentieren, es geht um sie und dich. Jetzt kommt der Stefan wieder. Quasi der, der immer die dummen Kommentare so reinwirft. Der Apfelwerfer wieder. Nein, das ist der, der die Kommentare bringt, die du nicht verstehst, mein Kleiner. Mohammed, ist ein Kleiner, okay, Großer. Saudi-Zionisten, okay? Wir hören dir Gespräche. Also, kann ich kurz, genau, danke. Also, Anessa, was ist, wenn ich dir aber sage, sorry, Anna. Ich heiße Anna. Odessa, wegen Odessa, ne? Anna, genau, Anna. Anna, also Anna. Wenn wir davon ausgehen, dass doch das Ganze religiös nicht so passieren darf mit der Al-Aqsa und Errichtung eines dritten Tempels, da gehe ich doch mit. Das ist ja aber dann etwas Religiöses. Aber Ideologie besteht darin, dass man sagt, wenn wir eben Tumult oder Konflikte wollen, müssen wir etwas machen, was alle Menschen quasi in diese Richtung bringt oder drängt. Und das ist dann eben die Errichtung dieses dritten Tempels, die besagt, dass der Messias dann auch erscheinen wird. Und das ist eben die Ideologie. Eine kleine Gruppe von Juden. Die meisten Israelis sind säkular und liberale Juden. Und es ist eine Handvoll, ein kleiner Prozentsatz von orthodoxen, toratreuen Juden. Und sie sind meistens toratreu und nicht mal talmudtreu. Kian, was er gerade... Tora hat damit nichts zu tun. Guck mal, die Tora hat damit nichts zu tun. Das anekdotische Beweise liefern, und das ist so, wie wenn ich sage, mein Opa hat mir das erzählt, ja, deshalb ist das so, das ist wenig aussagekräftig. Du hast uns ja vorhin von irgendwie 47.000 Terrorangriffen, muslimischen Terrorangriffen irgendwie weltweit erzählt, richtig, Kian? Ja. 47.000 oder so, und du, Mohammed, stellst dich hier hin und redest über anekdotische Beweise von vielleicht 5% aller Juden, nicht mal, die irgendein komisches. Nein, Hamas, bilden. Ganz kurz, Hamas, sorry. Es ist gerade wieder eine Lüge passiert, er hat gerade wieder gesagt, Tora hat damit nichts zu tun, das ich ist möchte, ein Talmud. Aber Mohammed, ich bin ehrlich gesagt die einen Talmud benutzen. Ich habe gesagt, deine Prioritäten sind Saudis. Ich möchte einfach die zionistischen Saudis benutzen auch den Talmud. Richtig, die berufen sich ja auf den Talmud. Wow. Zionistische Saudis habe ich noch nie gehört. Mashallah, zionistische Saudis, ja. Inshallah, Allah Akbar. Wenn ich zionistische Asami... Nein, Ibn Salman in die Reihen, Anna. Ibn Salman in die Reihen, unsere ganze Familie, inshallah. Wenn du mir zionistische Saudis gibst, könntet ihr mich bitte nicht unterbrechen, ich konvertiere zum Islam. Ich will diese nach Tora lebenden bitte, Saudis komm. Sehen. Yalla, willst du jetzt die Shahada aussprechen? Nein. Perfekt, bleib bei dem Talmud, bleib bei Sekte, bleib bei Shaitan und Iblis, Schatz, da seid ihr richtig aufgehoben. Ja, seiner Terrorreligion. Ja, so okay, ich hallo mitbekommen, das sind keine religiösen Menschen, das sind Sektenanführer, Sektenanhänger, die den Talmud glauben, die den Tanach folgen, nicht die Tora, ihr lehnt die Tora ab, ihr seid keine Juden, ihr seid... Leute, er bestimmt, wer religiös ist oder nicht. Er ist getrieben von... Nicht der Tora, du folgst dem Tanach, du bist nicht religiös. Du folgst jetzt hier dem Tunnel. Du bist getrieben von der islamischen Propagandamaschinerie, die sagt, wer gläubiger Jude ist und wer nicht. Bleib bei deinen eigenen Leisten und sage nicht von anderen Religionen, wer innerhalb dieser Religion gläubig ist und wer nicht. Der andere Punkt ist, die Israelis wären schön blöd, wenn sie jetzt noch, nach so vielen 100 Jahren, wo diese Moschee dort steht, immerhin haben sich zwei Moscheen auf dem Tempelberg gebildet. Ja, einmal ist es die Masjid al-Aqsa und dann ist es die Moschee mit der goldenen Beit al-Muqaddas, ja, die mit der goldenen Kuppel. Das sind zwei Moscheen dort faktisch, ja, die etwas getrennt voneinander liegen. Die mit der goldenen Kuppel ist nicht die Masjid al-Aqsa. Das wird immer wieder vertauscht, auch von vielen Muslimen. Die Tatsache ist, Israel ist sich dessen absolut bewusst, dass sollte die Al-Aqsa-Moschee zerstört werden, dann ist Israel sich seines Lebens nicht mehr sicher.
ja, dann wird es eine riesige Aufruhr in der islamischen Welt geben, weil der Scharlatan Mohammed von dort aus in den Himmel geflogen ist mit seinen Hybridwesen, halb Esel, halb Mensch. Ein Hühnchen oder so. Genau. Und deswegen, die Israelis wissen, sie müssen diesen Ort beschützen. Und deswegen achtet der Shin Bet, der israelische Inlandsgeheimdienst darauf, dass niemand der Al-Aqsa-Moschee zu nahe kommt. Auch genau. Und offiziell wird der Compound sogar von den Jordaniern, vom jordanischen Königshaus verwaltet. Und für Israel ist es auch voll unsinnig, den zu zerstören, weil der bringt einen Shitton von Geld, also durch den Tourismus ein. Also ist total dumm. Auch wenn es einige, wie du richtig gesagt hast, einige Juden wollen dann dritten Tempel, aber wie gesagt, Israel ist säkulär, mehr oder weniger. Wir haben sehr viele folkloristische Juden dort. Wir haben säkulare, liberale, progressive, wir haben orthodoxe, wir haben konservative Juden. Es gibt sehr viele verschiedene Richtungen innerhalb Israels. Und das Judentum ist nicht ein homogener Block. Und das versteht er nicht, das versteht dieser Mohammed nicht, dass es für die meisten Juden überhaupt nicht wichtig ist, was der Talmud sagt über die Errichtung eines dritten Tempels. Für die Juden ist es der Grund, warum Israel entstanden ist, ist nicht der Talmud, sondern die wollen einen Ort, an dem wir in Frieden leben können. Richtig. Ja? Die Architekten, indem wir keine Pogrome über uns ergehen lassen müssen, sei es jetzt von Nationalsozialisten oder von irgendwelchen Islamisten oder irgendwelchen Kommunisten, das alles der gleiche Scheiß ist. Also vor allen Dingen war das für mich neu mit diesem, dass da saudische jetzt auf einmal Zionisten da jetzt irgendwie unterwegs sind. Also das wird ja immer doller. Weiß nicht, fischt der vielleicht aus demselben Becken wie jetzt zum Beispiel auch die gute Safsan, die sagt, dass es Antisemitismus gegen Muslime gibt und sowas? Ja, also ich gehe mal davon aus, jetzt mal unabhängig vom Berg, vom Berg Zion, dass er jetzt natürlich an die zionistische Weltverschwörung glaubt. Nur jetzt, auch wenn jetzt Zionisten jetzt Millionäre wären oder Milliardäre, also ich bin jetzt keiner, aber glaubt er nicht, dass es mittlerweile mindestens genauso mächtige Menschen gibt wie Zionisten, sogar vielleicht noch mächtigere Menschen wie Zionisten oder wie, ich weiß es nicht, also. Ja, er ist auf jeden Fall, ich habe hier ein paar Sätze von ihm gehört und man hört es deutlich heraus, dass er eben dieser klassische muslimische Geschichtenerzähler ist, ja, der sich verrannt hat in seinen antisemitischen Er steigert sich da so rein und er fanatisiert sich auch damit irgendwie. Total. So. Also, und vor allem merkt ihr jedes Mal, wie ruhig er kurz wird, wenn ihr auf seine Frage wirklich souverän geantwortet habt, dann schwenkt er sofort in was anderes um. Und während er die Frage stellt, wird er lauter und aggressiver. Er merkt also, so, shit, ich bin hier gegen eine Wand gerannt, schnell das Thema wechseln. Aber also guck mal, er macht es ja wirklich auf dummem Niveau. Ja, das Wissen, was er aufgestaut hat, das spult er dann irgendwie ab, was er mal irgendwo aufgeschnappt hat. Ne? All diese Menschen. Darf man eine Sache nie vergessen, Freunde. Eine Sache darf man nie vergessen. Die Gründer des Zionismus waren säkular orientierte Juden. Und sie hatten den Talmud nur kulturell bedingt. Oder die Tora, die 10 Gebote Mose oder die 5 Bücher Mose nur kulturell bedingt im Kopf, folkloristisch im Kopf. Sie wollten die Juden aus der antisemitischen Misere befreien. Und sie wollten die Juden retten vor den antisemitischen Pogrom, ganz besonders in Russland und in Europa. Und das war ihre Priorität. Und es ging nicht darum, zurückzukehren zu dem Land, wo Moses die Kinder Israels hineingeführt hat. Sie wollten die Juden endlich aus diesem antisemitischen Gefängnis befreien und sie schützen. Das war die Idee des Zionismus. Und es gab so gut wie keine religiösen Ideen. Ja, da haben sich Religiöse angeschlossen, keine Frage. Und sicherlich Theodor Herzl war auf die eine oder andere Weise folkloristisch an das Judentum gebunden. Aber sie waren zumeist säkular und progressiv, liberal orientierte Juden. Also ich gebe dir recht, dass es erstmal um die Nationalbildung ging sozusagen, den Staates, aber auf jeden Fall auch das Israel, das Land, es war halt nicht zur Debatte. Ja, es wurde auch irgendwie in Uganda oder so, in Afrika, Land angeboten, glaube ich. Und das hat der Zionistenkongress halt ganz klar abgelehnt und gesagt, nein. Ich glaube, es gab 7, 8, 9 Orte, wo die Juden sich ernsthaft Gedanken gemacht haben, sich niederzulassen.
Ja, ja, aber am Ende haben sie halt gesagt, nein, es gibt nur unser genau. altes Heimatland, ja. Ja. Aber es war schon sehr unterhaltsam, wie er auf seine eigene Taktik reinfiel, weil er sich beschwerte, unterbrochen zu werden, obwohl er selbstständig unterbrach. Und dann aber Annas Argument als, ja, ihr lässt doch hier auch Frauen ausreden und merkt dabei selbst nicht, dass er sich damit selbst veräppelt hat. Und man dachte so, hey, ich konnte nicht mehr lachen, als er sich auf eine Frau bezogen hat, stimmt. Ja, das hat er nicht begriffen. Das hat er nicht begriffen. Und mit solchen Leuten müsst ihr euch rumschlagen. Kian, eine Frage an dich. Die ist hier ganz, ganz oft. Und ich sehe jetzt die Lara schon wieder. Kannst du in zwei Worten zum Stürzenberger was sagen? Oder willst du das hier nicht behalten? Weil man fragt, warum, weshalb du da im Clinch liegst. Interessiert, du bist eben jemand, wegen dem manche hier sind, kannst du vielleicht ein paar Sachen sagen? Ja, der Querulant Fashion, alias Rashid Ziar, der in Berlin lebt und ein Zuhälter ist, der Frauen in die Prostitution getrieben hat. Er hat ja jemanden beauftragt, am 30. Dezember 2023 nachts um 11 Uhr an meine Tür zu schicken. Und ich habe Solidarität verlangt von der Bürgerbewegung Pax Europa in diesem Fall. Und der Vorstand besteht aus 7 Leuten und 6 Leute haben gesagt, ja, wir werden eine Erklärung abgeben und dich unterstützen. Stürzenberger wollte das nicht. Das war für mich also ein Verrat als Kamerad und als islamkritischer Weggefährter und ich habe mich aus der BPE dann herausgelöst. Und das war aber nicht der einzige Grund, aber das war der Hauptgrund, dass Stürzenberger faktisch dort sich nicht bereit erklärt hat, sich mit mir solidarisch zu zeigen, weil... Grund dafür genannt, warum er das nicht machen wollte? Er behauptete, ich hätte mich radikalisiert in den letzten Wochen. Fashion war dafür verantwortlich, dass dann Videos zugespielt worden sind von TikTok, wo ich mich über die Uiguren äußere, über Umerziehungslager für Muslime und so weiter und so fort. Und Stürzenberger, oh, das ist zu radikal und so, da müssen wir uns trennen von dem Kian. So, ich bin aus der BPE rausgegangen, nicht die BPE kann mich rausschmeißen. Das geht nicht, wenn man im Vorstand ist, man kann nur abgewählt werden. Dazu muss es dann wieder eine Mitgliederversammlung geben und dann müssen die Mitglieder mich abwählen. Aber der Vorstand kann mich nicht vor die Tür setzen, das geht nicht. Und ich habe dann mich in der BPE sozusagen herausgekündigt, habe mein Amt als Vorstandsvorsitzender niedergelegt und habe gesagt, auf Wiedersehen. So, und für mich war das ein Verrat an der Freundschaft, ein Verrat an der Kameradschaft, dass er einem Zuhälter aus Berlin mehr geglaubt hat als mir. Er hat die ganze Geschichte mit meines Hausbesuchs in Frage gestellt und er hat viele andere Dinge getan, die ich für unmoralisch halte. Und deswegen gab es von meiner Seite aus einen Bruch mit Michael Stürzenberger. Alles klar. So, wir kehren jetzt zurück zu unserem Thema. Ich muss sagen, für mich sind solche Leute sehr interessant, weil Ben alias Mohammed ist auch aus der Rashid-Liga, also aka Fashion. Diese Leute, ja, hört er sich schon an. Ja, die sind, die haben 550.000, ich habe das Gefühl, von Kanälen und verfolgen Kian, verfolgen mich überall hin und dann haben sie natürlich noch eine Anhängerschaft und jedes Mal, wenn sie hochkommen, ich lasse sie tatsächlich auch aussprechen, so wie auch das Mädchen ganz am Anfang, was hier war und behauptete, wisst ihr noch, es gibt ein Gemetzel in Gaza und so weiter. Ich lasse diese Leute aussprechen, weil es zeigt deutlich, wie viele Hamas-Anhänger es in Deutschland gibt, wie gefährlich nicht der Islam selbst, weil es gibt tatsächlich Muslime, die sind gebildet und die sind
friedliche Menschen, ja. Und Kian hat auch jetzt angesprochen, vor kurzem angesprochen, dass in seiner Familie Muslime sind. Dann war hier ein Mann, er hat jüdische Wurzeln. Papu, ich weiß nicht, ob er noch da ist, er hat ebenfalls ein Schwiegersohn, der ist Moslem. Also das gibt es schon, dass unter den Muslimen auch ganz normale Menschen sind und wir sind nicht islamophob oder Islamohasser oder was auch immer in diese Richtung. Es geht darum, dass in der muslimischen Gesellschaft in Deutschland wirklich sehr gefährliche Dinge vonstatten gehen. Und noch bevor etwas passiert, wie zum Beispiel jetzt dieses Beispiel mit der Moschee, ja, mit der Al-Aqsa-Moschee, ich gehe davon aus, dass es eines Tages zu einem Anschlag kommen wird, so wie mit dem Krankenhaus damals am Anfang des Krieges, als die Hamas selber ein Krankenhaus getroffen hat und es dort 20 Tote gab, hat die Hamas angegeben, es gibt 700 Tote und das hätte Israel gemacht. Und das war in allen Streams, das war in allen Nachrichten, das wird wahrscheinlich auch mit der Moschee sein, dass die Hamas oder Hisbollah oder wer auch immer von denen, da gibt es ganz viele, da gibt es noch Jemen und Schmemen, es gibt ganz, ganz viele, die das tun würden. Sie werden die Al-Aqsa-Moschee zerstören und sagen, das wäre Israel. Und dann wird das hier in Deutschland zu einem Bürgerkrieg wahrscheinlich kommen, weil die Muslime werden natürlich die Al-Aqsa-Moschee unbedingt in Deutschland verteidigen. Das ist allen klar. So, und weil man Juden nicht auswendig machen kann, werden sie einfach jeden und alles angreifen. Das ist eine sehr gefährliche Gesellschaft. Und deswegen brauchen wir solche Gäste und wir machen sie nicht leise und schmeißen sie nicht weg, weil wir sehen dadurch nun mal unsere tatsächliche Situation, die uns einfach blüht. Wollte jemand noch vielleicht was sagen, was auf dem Herzen brennt? Ja, Anna, was du gerade gesagt hast, das stimmt, ja. Weil in Wirklichkeit, ja, wenn ich auch kein Jude bin, ja, aber selbst praktiziere, ja, ich habe ja dem Tanach, wo der gerade gesagt hat, ja, dass die Tora Treue sind gut, Tanach schlecht. Aber Tanach, das ist ja mit Propheten und alles drum und dran. Das ist ja die jüdische Schrift, ja. Und wenn man den Tanach durchliest mit Propheten, dann die Vorhersage ist ganz anders. Die Vorhersage ist, dass der Schöpfer des Universums, ja, ein Gericht wird am Ende der Tage machen, ja. Und dann wird er so einen wie König David einsetzen und dann entsteht erstmal wieder der dritte Tempel, ja? Und die tun das ja alles umdrehen. Das ist das Problem, ja? Ja, beschäftigen sich, und vor allem, ich möchte auch, dass alle wissen, die meisten Juden, die allermeisten Juden, sowohl in Israel, wie auch in Deutschland, wie auch in der ehemaligen Sowjetunion, wir sind absolut nicht religiös. Wir sind so wie die Deutschen, ja. Wir sind geprägt eventuell vom Jüdischsein oder wir sind getauft, wir sind dann geprägt vom Christlichsein und sind ethnische Juden, so wie Deutsche auch. Die meisten Deutsche sind nicht religiös, aber sie können entweder komplett weg sein von der Religion, da sind viele Juden auch, oder geprägt, christlich geprägt, mehr nicht. Und genauso leben die meisten Juden und sogar die orthodoxen Juden und sogar diese eine Sekte, die man uns immer vorwirft, die verrückte Sekte, die selber gegen Israel ist, das sind maximal 5000 Mitglieder von 15 Millionen Menschen, maximal 5000 Leute, ja. Das wäre so, als würde man in Deutschland irgendwo Neonazis sehen und das ist auch dann maximal ein paar tausend von ganz Deutschland und man würde sagen, ja, aber in Deutschland ist halt sowas los. Also das ist einfach nur eine Relation, um euch zu zeigen, dass es Unsinn ist, auf sowas aufzuzeigen. Ja, sogar diese Leute sind friedlicher, weil diese Leute verüben keine Anschläge. Die haben noch nie jemanden in Paris oder in Brüssel oder in Deutschland oder in England irgendwo abgeschlachtet. Die sind einfach nur ein bisschen verrückt, was Israel angeht. Ja, aber die sind nicht gefährlich. Aber ausgerechnet in der muslimischen Gesellschaft leider, ja, wird der Islam oft toxisch verwendet. Was halt gerade vorhin interessant zu beobachten war, ich weiß nicht, ob dir was aufgefallen ist, es war ja auch wieder der Versuch, wie immer, zwischen Juden und Christen einen Keil zu treiben. Ja, ja.
Hast gemerkt, ne? Generell und vor allem, weil auch im Chat wirklich ehrlich gefragt wird, ja, wie kann man diese Doppelmoral überhaupt nachvollziehen? Und im Endeffekt, man muss ja bloß bei denen ja nochmal in den religiösen Schriften nachschauen, also halt beim Islam, weil ja auch die Takia nicht nur das blanke Lügen, sondern generell die Tatsachenverdrehung und situationsbedingte Manipulation ihnen gestattet, alles zu tun, damit der Islam immer gut dasteht. Und wie gesagt, man kann sich jetzt darüber streiten, ob sie das ganz bewusst machen oder einfach nur in ihrer tiefsten Überzeugung, dass das, was sie tun, richtig ist. Weil wie gesagt, auch im Glauben ist die Moral abhängig von der Schrift. Und wenn wir zum Thema Israel zurückkommen, ich möchte daran erinnern, dass immer noch über 100 Menschen verschollen sind in Gaza. In Gaza ist mehr als nur die Hamas. Für ein kleines Gaza gibt's da ganz schön viele Terrororganisationen, mindestens 4, die genannt wurden, wo die ganzen Geiseln zerstreut sind. Hinzu kommen noch die UNO-Mitarbeiter, die noch einzelne Unternehmer sozusagen, einzelne Terroristen, die die Geiseln aufgenommen haben. Die erhoffen sich natürlich Geld, falls die Geiseln das überleben. Man weiß nicht, ob die kleinen Kinder, die älteren Menschen, die Frauen, die Männer, ob die überhaupt noch leben. Da ist ein Kind dabei, 4 Jahre alt, zusammen mit seiner Mama, Papa und seinem Geschwisterchen, was 8 Monate alt war. Der rothaarige Kafir, glaube ich, heißt er. Er war 8 Monate, als Kvir. Er entführt wurde. Kvir. Kvir. Ich dachte gerade Kafir, Herr, what? Entschuldigung. Der vierjährige Käfer ist noch unter Gefangenschaft. Ja, der 8 Monate alte Ja, mittlerweile ist er übrigens 1 Jahr alt geworden. Ja, ich wollte das gerade sagen, er ist 1 Jahr alt und wir wissen nicht, ob er 1 Jahr alt geworden ist. Und wir wissen nicht, ob sein Brüderchen, das 4 Jahre alt ist, auch am Leben ist und Mutter und Vater, ja. Von denen gibt es verschiedene Nachrichten. Die Hamas sagte schon über mehrere Geiseln, dass sie tot sind und die waren nicht tot und wurden dann lebendig ausgetauscht. Also die quälen die Menschen, die Angehörigen, wo sie können. Und über die Geiseln leider vergisst man in solchen Diskussionen sehr oft. Und ich möchte einfach mal an die Geiseln erinnern und vielleicht das Thema Zwei-Staaten-Lösung bringen. Was glaubt ihr zum Thema Zwei-Staaten-Lösung? Beziehungsweise wer an die Zwei-Staaten-Lösung glaubt? Was denkt ihr, wer wird dort regieren? Wir beginnen diesmal von unten bei Frank und gehen dann hoch. Frank, mach dein Mikro an, bitte. Ja, also ich finde die Zwei-Staaten-Lösung schon eine gute Idee. Das Problem ist, glaube ich, aber, dass halt immer wieder die alten Narben die ganze Zeit aufgehen. Ne? Weil ich denke mal, die Zwei-Staaten-Lösung hätten wir auch ziemlich am Anfang schon machen können. Da waren, glaube ich, auch die meisten Israelis dafür. Aber dann stellte sich ein Stück weit die arabische Welt dagegen. Und seitdem ist es ja immer wieder ein Hin und Her. Und das, wenn sie es halt nicht schaffen, wirklich diese Vergangenheit endlich zu begraben, dann wird es keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Muss man leider so sehen. Nächste bitte. Schön. Ich bin's. Naja, meine Meinung ist zurzeit keinenfalls Zwei-Staaten-Lösung. Da muss die komplette Hamas ausgelöscht werden und alle Anhänger. Dann könnte man vielleicht nachdenken, weil das ist, der Zeitpunkt ist schon verspätet und zu spät, sage ich mal. Das ist so meine Meinung, weil zurzeit kann man keine Zwei-Staaten-Lösung, weil die zurzeit Angst haben, ja, weil die wissen, die verlieren. Und dann wollen sie jetzt voreilig diese Zwei-Staaten-Lösung haben, um weiter Terror zu verüben, wenn sie wieder gestärkt sind. Das ist so allgemein, sind das meine Gedanken. Dankeschön. Odin, was denkst du? Mach bitte dein Mikro an, falls, ja. Ja, erstmal wollte ich vorhin sagen, du hast recht, Anna, wir haben mit Juden echt kein Problem. A, sie kommentieren nicht die Deutschen. Zweitens, sie greifen uns nicht an. Und drittens, sie leben mit uns, als wären sie einer von uns. Deswegen habe ich zum Beispiel mit Juden überhaupt gar kein Problem. Und Palästina und Israel-Konflikt, ja, da ist sehr schwer. Wie gesagt, da ist jahrelang Blut geflossen. Ich sehe da keine Lösung, außer man würde zum Beispiel die umsiedeln in anderen arabischen Ländern weit weg.
Man kauft zum Beispiel ein Haus oder so, ein dickes Grundstück, dass die in anderen Ländern leben und dass dann irgendwie dann Frieden einkehrt. Das ist meiner Meinung her. Weil wie gesagt, wenn man zwei so, der ist schon so das Ganze, tja, wie soll's auch sagen, voller Hass. Das funktioniert nicht mehr mit Frieden. Ja, da schließe ich mich meinen Vorrednern beiden an. Ich finde, dass das einfachste Lösung wäre, den Konflikt zu beenden. Allerdings muss dafür auch ein sehr starker Wille aus der Arabischen Liga kommen, um diese Lösung durchzuführen. Anders geht es nicht. Wir können die nicht zum Beispiel einfach in Sinai abschieben und dann kommen die irgendwann wieder über die Grenze oder so. Und da haben wir einfach das Problem im Sinai ein bisschen weiter verschoben. Es macht ja auch keinen Sinn. Nochmal zur Zwei-Staaten-Lösung. Ich finde, dass die Zwei-Staaten-Lösung von Anfang an eine Farce ist, eine Möglichkeit, den Juden noch weiter zu demütigen, weil die Zwei-Staaten-Lösung, wie Igor geschrieben hat hier unten, die gibt es schon, nämlich Jordanien und Israel, ganz einfach. Alles andere wäre jetzt eine Drei-Staaten-Lösung, eine Vier-Staaten-Lösung und ich habe überhaupt keine Lust, denen noch zwei Staaten zu geben. Ja. Und dann müssen wir uns nochmal vor Augen halten, wir sehen das mit der Zwei-Staaten-Lösung aus einer sehr westlichen Sicht hier, die meisten Leute, die sich vorstellen, die wollen ja dann eine Zwei-Staaten-Lösung und dann leben sie friedlich zusammen für immer, dann gibt's ja den Frieden. Nein, eben nicht. Die Zwei-Staaten-Lösung, wenn sie jetzt kommen würde, wäre erstmal eine Belohnung für Terrorismus für sie. Ja, die haben dann gesehen, okay, wenn wir Terror machen, bekommen wir eine Belohnung, einen Staat, also Land dafür. Warum machen wir es denn nicht wieder? Beim nächsten Mal haben sie mehr Land, mehr Waffen, mehr Möglichkeiten. Werden es also. Das heißt, der Weg ist nicht Richtung Frieden, der ist eher Richtung mehr Krieg und mehr Chaos und mehr Leid. Langfristigen Frieden in der Region kann man meiner Meinung nach auch nur dadurch erreichen, dass die israelfeindliche Bevölkerung durch freiwillige Re-Immigration irgendwo anders angesiedelt wird. Dankeschön. Stefan? Ja, wie gesagt, kann ich mich dem Vorredner nur anschließen. Hamas, du musst dir mal einen schöneren Namen einfallen lassen, die Richtung. Und ich sehe das genauso, weil halt eben wirklich die allermeisten hier einfach viel zu wenig über die Hintergründe des Konfliktes wissen. Ich frage mich schon, seit das Ganze so eskaliert ist, überlege ich mir immer wieder, wo waren diese ganzen Hamas-Sympathisanten eigentlich vor dem 7. Oktober? Was haben die eigentlich mit dem Thema davor wirklich zu tun gehabt? Das frage ich mich ständig, wenn ich immer sehe, wie die hier wie Pilze aus dem Boden geschossen kommen und sich einfach an die Seite von dieser Gruppe stellen, wo es vorher von den Leuten nie irgendeiner getan hätte. Und das ist wieder ein Teil dieses Gratis-Muts, der einfach so propagiert wird und man nimmt einfach das, was denen verkauft wird, so hin, hinterfragt aber nicht die Geschichte, die Hintergründe, was, es steckt so viel dahinter. Und einfach nur, und wie jeder weiß, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und das einfach so zu übernehmen, so reaktionär, ist sowieso das Dümmste, was man machen kann. Sadik, endlich hast du jetzt dein Mikro an. Komm. Ja, hi. Hi. Es ist schade, dass ich vorher nicht drin sein konnte. Hätte ich gerne meinen Senf dazu gegeben. Gib jetzt alles ab. Sein. Ja, das ist, das kann man gar nicht gerade alles so zusammenfassen. Das wäre too much. Wo soll ich anfangen? Also bei Zwei-Staaten-Lösung, was denkst du darüber? Ich halte es für eine Utopie, genau wie den Kommunismus halte ich für eine Utopie. Also ich glaube nicht daran. Und ich habe einen Freund von mir, der ist auch Palästinenser und wir sind beide der Meinung, dass das niemals zustande kommen wird. Aufgrund extremistischer Strömungen auf beiden Seiten. Und und das ist meine Meinung zur Zwei-Staaten-Lösung. Ich könnte natürlich weiter ausholen, aber ich möchte gleich schlafen gehen. Ich hätte mich gerne vorhin noch ein bisschen beteiligt an dem Gespräch bezüglich Talmud mit dem Talmud-Experten, der hier oben war. Da hatte ich Lass uns morgen gehabt. Das machen. Genau. Ich werde morgen bei Gelegenheit darauf eingehen gerne. Ich möchte nur abschließend sagen, der Talmud einfach nur als Größenvorstellung, wenn man jeden Tag eine Seite liest, ja, jeden Tag eine Seite liest und sie studiert an einem Tag ein bisschen, manche Seiten sind schwieriger, manche Seiten sind komplexer, manche einfacher, braucht man insgesamt 7 Jahre und 6 Monate, bis man den kompletten Talmud durch hat. Ich würde wahrscheinlich 10 brauchen, nur als Größenvorstellung, wie
der Talmud ist und was der Talmud ist. Zweitens, man lebt nicht nach dem Talmud. Der Talmud ist kein Gesetzesbuch, sondern der Talmud ist in erster Linie sehr viel Historie, sehr viel Geschichte des jüdischen Volkes und ist eine Diskussionsplattform. Das, was wir heute hier auf TikTok machen, hatten die Leute damals auch gemacht, nur das hat man sich damals alles im Kopf gemerkt und irgendwann im ersten, zweiten Jahrhundert unter Rebbe Yehuda Hanassi hat man das niedergeschrieben, damit dieses Gedankengut nicht verloren geht. Das ist der zweite Punkt. Aber ich kann gerne, wie gesagt, in einem separaten Stream nochmal gesondert darauf eingehen. Ich empfehle euch nur, sich auf solche Gespräche nicht einzulassen, weil das ist so, als würdet ihr als Laien in einen Herz-OP gehen und anfangen, dem Chirurgen Anweisungen zu geben, wie er die Operation zu führen hat. Und bei dieser Masse an Informationen und Geschichte, was der Talmud beinhaltet, ist das zwar nicht die Medizin und natürlich ein ganz anderes Themenspektrum, Themenfeld, aber dennoch von der Masse und vom Stoff wesentlich komplexer als das, was ein Herzchirurg lernen muss. Tatsächlich. Das klingt ein bisschen kurios und das kann man natürlich auch abstreiten, aber guckt euch den Talmud an. Dazu musst du Altaramäisch lernen, du musst Aramäisch verstehen, du musst Hebräisch lesen können, du musst Rashi Hebräisch lesen können, du musst die Art und Weise der Diskussion verstehen und den Kontext nachvollziehen können. Und wie gesagt, man lebt nicht nach dem Talmud, sondern der Talmud ist eine Grundlage für moderne Entscheidungen, weil, wie auch Kian vorhin gesagt hatte, das Judentum ist dynamisch, sofern ich ihn richtig verstanden habe, und entwickelt sich mit der Zeit mit. Und ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass nicht die meisten religiösen Menschen gegen den Staat Israel sind. Das stimmt so nicht. Die meisten religiösen Menschen sind für den Staat Israel. Es gibt nur eine kleine Gruppe von Juden, die das nicht ist. Aber das wird sich mit der Zeit irgendwann auch wandeln und das wird auch irgendwann in Vergessenheit geraten. Und ja, so viel erstmal dazu. Ihr seht auch heute sind sehr, sehr viele religiöse Menschen in der Armee und ich befürworte das nur. Ich finde es gut, wenn religiöse Menschen, also gottesfürchtige Juden in die Armee gehen, da unsere Kriegsmoral sehr hoch ist. Das seht ihr auch im aktuellen Kriegsgeschehen, die Kriegsmoral, die dort herrscht. Natürlich kann man das auch kritisieren, ist auch vielleicht nicht gerade alles schön, was passiert, aber im Grunde genommen ist die israelische Armee sehr moralisch, zumindest die moralischste auf der Welt. Ich habe nichts von Vergewaltigung gehört oder mutwilliger Folter, was du halt von anderen Armeen in dieser Welt, also siehe Ukraine, Russland, was die Hamas mit den Geiseln gemacht hat, an. Also bitte, wenn ihr das jetzt im Kontrast zueinander hält, ist die IDF, dann sind das Friedensbringer, Friedenszauben. Genau. Aber ganz kurz zum Einwurf, laut einem General just in USA ist die IDF mit der Quote, die wir in Gaza erreicht haben, nicht nur mit der mit den eigenen Soldaten, also Verlustzahlen, die extrem gering sind seit der Bodenoffensive, sondern auch mit den Combat, also Kämpfern zu Zivilisten Ratio in dem Kampfgebiet haben wir eventuell einen neuen Rekord aufgestellt, weil es tatsächlich so aussieht, als würde es unter 1:2 liegen und dass es im urbanen Kampfgebiet noch niemals in der Geschichte der Menschheit in keiner einzigen Schlacht, wo in einer Stadt gekämpft wurde, ist nur ein Zivilist für einen Kämpfer gestorben. Krass. Ich möchte auch an dieser Stelle nochmal hervorheben, ich weiß nicht, falls ihr irgendwas habt, sendet es mir gerne zu. Ich wäre interessiert und würde mich wahrscheinlich dann auch in bestimmten Fällen distanzieren, aber ich habe noch nichts von Folter an Unschuldigen, geschweige auch an Schuldigen habe ich nichts gehört, oder an Vergewaltigung TikTok-sportlich, das habe ich von der IDF nicht gehört. Wie gesagt, ich begrüße es und es werden immer mehr religiöse Menschen, deren Kriegsmoral hoch ist, deren Ethik und Moral hoch ist. Mag jetzt jemand an die Religion glauben oder nicht? Und Anna, dass du meintest, dass das Land Israel sehr pluralistisch ist und dass es dort halt Christen und Juden und Muslime und Juden, die sich mit ihrer Religion nicht identifizieren und getauft sind. Diese Juden, und ich weiß, wir haben schon... Nicht identifizieren. Nee, ich habe nicht gesagt, nicht identifizieren. Ich meine damit nur, dass nicht nach religiösen Vorgaben leben. Ja. Aber diese Entwicklung, Anna, das ist eine Entwicklung in der Moderne, selbst die liberale Reformbewegung war nicht das, was du heute in Israel an Reformer bzw. Liberalen siehst. Die sind ja komplett Atheisten.
Und darf das Juden heute so leben, wie sie leben, teilweise, also komplett disconnected von ihren Wurzeln und von ihrer Religion? Das liegt nicht darin, dass das Judentum schlecht ist oder dass die Religion doof ist. Das habe ich nicht gemeint, Sadiq. Nee, ich weiß, nein, ich weiß, Anna, ich weiß. Fühl dich bitte deswegen nicht angegriffen. Ich weiß, dass du das so nicht meinst. Aber ich möchte nochmal erklären, woher das kommt. Das kommt einfach daher, genau wie der Kommunismus. Warum waren so viele Juden an der Entstehung der Sowjetunion beteiligt? Ganz einfach, weil die Juden es die Schnauze voll hatten, ständig diskriminiert, diskreditiert, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Die hatten einfach die Schnauze voll. Und einige haben dann gesagt, weißt du, küsste Katz, ich wende mich gegen die Religion und werde jetzt Kommunist, weil sie einfach die Schnauze voll hatten. Irgendwann ist der Kragen den Leuten geplatzt. Und dass Juden heute liberal sind, dass sie disconnected sind, dass sie teilweise auch einen jüdischen Selbsthass gibt, das ist allein dem geschuldet, dass wir im Exil einfach komplett diffamiert, unsere Kinder wurden weggenommen und christlich erzogen oder muslimisch erzogen, unsere Frauen wurden weggenommen und vergewaltigt, Synagogen wurden verbrannt, Talmudverbrennungen im 12. Jahrhundert in Paris, auch übrigens angezettelt durch Konvertiten, also Juden, die zum Christentum konvertiert sind und so weiter. Also dieser Selbsthass ist eine Reaktion wie ein Herpes, der leider... Sadiq, das ist ein Thema für ein Stream, weil das ist bei Deutschen auch so. Deutsche sind ja auch entwurzelt und zwar in ihrem eigenen Land und nicht so schlimm wie die Juden, aber dennoch, und es gibt Parallelen. Und das, was du angesprochen hast, ist so schmerzhaft, weil zum Beispiel ich bin getauft. Wir haben mit dir darüber gesprochen. Ja, ja. Ich bin ukrainisch christlich-orthodox, ich bin getauft und ich bin Judin. Und letztens ist eine gewisse Frau hier bei TikTok gewesen, die das in einem Stream sehr laut meinte, ausdiskutieren zu müssen und hat meine Identität als Judin in Frage gestellt. Sie sagte, ich sei keine Judin, denn ich bin ja christlich, ich bin ja getauft. Ja. Und das ist für das mich ist das so sogenannte, meiner Meinung nach, ich entwickle das neu, das sogenannte Hermann-Göring-Syndrom, weil ja, Hermann-Göring ja, ja. hat er gesagt, nicht er entscheidet, wer Jude ist halt, ne? Und ich meine, nicht die Nicht-Juden, also bei aller Liebe und Respekt entscheiden, wer Jude ist, sondern wir entscheiden, wer Jude ist und wer ich kein Jude Judin, ist. Denn meine Mutter und mein Vater sind beide Juden. Von beiden Seiten. Und was ich damit, ich wollte diese Diskussion jetzt nicht tief anstoßen, nur sagen, es ist sehr schmerzhaft und jemand, der nicht so eine Familiengeschichte hat wie wir, der nicht weiß, was das bedeutet, sich verstecken zu müssen und sich auflösen zu müssen, um zu überleben und damit die Nachkommen überleben. Diese Menschen verstehen überhaupt nicht, welches dünnes Eis sie betreten und welche Wunden sie anstoßen, wenn sie darüber lauthals sprechen und Juden ihre Identität absprechen, also versagen. Und Sadiq, ich meinte damit nicht, dass in Israel irgendwelche Juden entwurzelt sind, sondern das ist so wie in Deutschland. Die meisten, zum Beispiel alle meine Freunde in Israel, leben nicht nach Tora, leben nicht nach den Geboten, leben ganz normal wie du und ich, und manche essen sogar Schweinefleisch. Also ja, das ich ist glaube, das. Ich wenn du mein Leben kommt. Betrachten würdest, würdest du sagen, ich lebe nicht völlig normal. Vielleicht würdest du mich auch als religiösen Spinner bezeichnen, aber das ist mir in dem Grunde genommen auch völlig egal. Und ja. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich glaube, da sind wir nochmal deutlich liberaler als Sadiq auf jeden Fall. Er hält ja auch jeden Schabbat ein, hat er mir letztens erzählt. Da ist er nochmal deutlich besserer Jude als ich, sag ich mal. Ja, ja, Sadiq ist der beste Jude von uns allen. Nein, kein bester Jude, nicht sowas. Ich will sowas auch überhaupt gar nicht hören. Ich halte mich einfach nur, ich bin religiös, ich halte Tora, ich lerne an einer Tora-Schule. Meine Kinder gehen, oder ein Kind von mir geht auf die jüdische Schule. Wir halten Schabbat, wir halten Kaschrut, wir halten eigentlich alles, woran wir uns halten können.
Und wir sind nicht besser, nicht schlechter als irgendwie die anderen Juden, weil jeder das Potenzial dazu hat. Und ich, wie gesagt, ich denke, das Problem ist einfach die Entwurzelung und der jahrtausendelange Hass und die jahrtausendelange Ausgrenzung, beziehungsweise der Hass einfach, Rassismus, weißt du, Antisemitismus, Hass, der unbegründet ist, hat uns, hat die Juden zu das gemacht, was sie heute teilweise sind, dass sie sagen, ich will mit Religion nichts zu tun haben. Und ja, ich hatte auch gesagt, man verpasst sehr, sehr viele. Ich kann euch eine Sache nur sagen zum Abschluss, danach gehe ich runter. Meine Kinder, meine Frau und wir freuen uns am Donnerstag schon auf Schabbat, weil es ein Tag, wo wir zusammen sind, Handys gehen weg, Fernseher geht aus, Radio geht aus, wobei wir kein Radio haben, aber alles Elektronische geht raus. Wir essen zusammen, jeder Schabbat ist für uns wie eine Hochzeit, wir haben schönes Essen, wir sind zusammen, wir genießen die Zeit, die Kinder lieben es, wir spielen zusammen, wir lernen Torah zusammen und das ist erstmal Burnout-Prävention, erstmal für der ganze Geist sackt ab und das ist etwas Wunderschönes und an alle Juden, die das nicht praktizieren, macht es Schritt für Schritt, fangt es langsam an. Es ist einfach wirklich eine Bereicherung für das Leben, für die Seele, für den Körper, abgesehen von Religion. Erstmal damit. Ich finde, das könnten auch nicht nur Juden machen, sondern auch Menschen, die keine Juden sind. Wir missionieren nicht, aber man könnte ja solche Rituale in seiner Familie einführen. Gerne freitags oder samstags, weil das bringt die Familie zusammen. Ich danke dir, Sadiq, sehr. Gute Nacht, alles Gute an euch. Gute Nacht. Speedy, jetzt mach du dein Mikro an und sag, was du denkst zu Zwei-Staaten-Lösung, beziehungsweise eventuell, wenn du noch was dazu sagen möchtest. Ja, also ich finde es auch schwierig im Moment, also wie Vorredner auch gesagt haben, dass da eine Zwei-Staaten-Lösung zustande kommt. Man hat ja gesehen, dass sich da die Hamas wohl über Jahre da vorbereitet haben auf diesen Angriff am 7.10. mit Waffenkäufen und ja, wie gesagt, ich sehe da im Moment keine Zwei-Staaten-Lösung und Israel lässt ja dennoch ja Araber und Muslime ja in Israel arbeiten und man kann ja auch dort leben. Deswegen ist die Frage, ja, ob das ja vonnöten ist, dass man da jetzt, inwieweit man da nochmal über eine Zwei-Staaten-Lösung spricht und sprechen kann. Danke, Speedy Kian. Dein Mikro ist auch aus. Mach das bitte an und sag, was du denkst. Und vielleicht denkst du noch was dazu. Du musst nicht nur dieses Thema behandeln. Also, ich sehe weder eine Einstaatenlösung, den Beschwerden der Palästinenser vollständig angegangen und entgegengekommen wird. Ja. Die Menschen da draußen betrachten die Zwei-Staaten-Lösung irgendwie wie so eine Art magischen Schlüssel zur Lösung des arabisch-israelischen Konflikts. Ja. Ich habe aus meinem persönlichen Studium des Konflikts noch keinen Hinweis darauf gesehen, dass die Aushandlung einer Zwei-Staaten-Lösung tatsächlich eine Befriedung herstellen könnte. Ja. Ich würde, wenn eine Zwei-Staaten-Lösung tatsächlich die Lösung wäre, dann hätten die Araber schon damals eingesehen, dass sie 1948 besser zusagen, als auf die Barrikaden zu gehen. Für mich ist die Zwei-Staaten-Lösung nur ein wohlklingendes Mantra, mehr nicht. Ja? Und das von Diplomaten und Offiziellen und vom Europaparlament und von den westlichen Staaten einfach so runtergerattert wird, ohne sich über die Dimension einer Zwei-Staaten-Lösung überhaupt im Klaren zu sein. Sehr schön gesagt. Ein Mantra ohne irgendwas dahinter. Richtig. Und wenn eine, ich lass mich mal ein bisschen anders spekulieren, wenn eine Ein-Staaten-Lösung einem palästinensischen Völkermord gleichkommt. Ja? Angenommen, die Israelis sagen, kein Palästina, ein Staatenlösung, ein Israel und entweder werden die Araber vertrieben oder sie werden in Israel aufgenommen. Wenn eine Einstaatenlösung einem Völkermord gleichkommt und eine Zwei-Staaten-Lösung undurchführbar ist, dann frage ich euch,
was ist denn eine Alternative zu der Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung? Und ich muss sagen, realistischer betrachtet finde ich eine Drei- oder Vier-Staaten-Lösung viel realistischer. Ein unabhängiges Ramallah, unabhängiges West, Entschuldigung, ein, ja, ein unabhängiges Gaza, ein unabhängiges Westjordanland und eine unabhängige Westbank zum Beispiel. Ja? Und die und nur unter bestimmten Voraussetzungen, dass sie sich alle autonom verwalten, aber mit dem Beharren, also die Israelis müssen darauf beharren, dass diese unabhängigen Gebiete militärisch abgerüstet sind. Israel kann auf keine andere Art und Weise mit ihren Nachbarn leben. Das ist nicht möglich. Da bleiben wir realistisch. Die Israelis haben jetzt aus Gaza gelernt. Sie haben ihre 7.000, 8.000 Siedler damals abgezogen, 2007, 2006, 2007. Und die Hamas hat es ihnen gedankt mit einem Blutbad, der seit dem Holocaust nicht mehr gegenüber Juden zu sehen war. Also, ich glaube nicht an die Ein-Staaten-Lösung, ich glaube auch nicht an die Zwei-Staaten-Lösung, ich glaube an eine Drei- oder Vier-Staaten-Lösung. Und zwar... Aber dann kann ich dich daran pushen, weil ich bin ganz bei dir bei der Ein- und Zwei, warum das nicht geht, aber dann... Also ich weiß, wieso du drauf kommst, weil es dann keine zentrale palästinensische Regierung wäre, sondern halt kleinere Hamulas. Das geht auch gar nicht, weil es müsste dann, guck mal, was dann passieren würde, ist das, was zwischen Pakistan und Indien passiert ist. Die Muslime sind aus Indien raus und die Hindus sind aus dem muslimischen Gebiet nach Indien wieder zurückgegangen. Und wenn Israel eine Zwei-Staaten-Lösung anstrebt, dann müssen die palästinensischen zersprengten Gebiete irgendwie zusammengeführt werden. Und das geht nur, wenn die eine Seite auf die andere Seite zieht und die andere Seite eigene Verwaltung und so weiter und so fort, aber entmilitarisiert. Aber etwas anderes wird nie möglich sein. Und schaut euch mal an, ich nenne mal ein paar Beispiele. Es gibt zwei Rumänien. Ja? Eines heißt Moldawien. Ja? Und davor gab es das nicht. Also, wenn die Israelis und die Araber sich hinsetzen und sie berücksichtigen diese Realitäten, dann gibt es keine Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung, dann kann es nur eine Drei- oder Vier-Staaten-Lösung geben. Und ich würde das auch nicht richtig Staaten nennen, ich würde das einfach Autonomiegebiete oder so, weißt du, nennen. Sie werden dann keine richtigen Staaten. Ja, also lasst sie Republik, Volksrepublik Westjordanland nennen, Volksrepublik Gaza, Volksrepublik Westbank, von mir aus. Ja. Und komplette Autonomie, das heißt, die Israelis ziehen sich aus diesen Gebieten komplett zurück. Kein Strom, kein Wasser, keine Versorgung. Seit 2016 hat Israel 280 Millionen Tonnen Baumaterial allein in den Gaza geschafft. Ja, aber das wäre auch unfair, wenn dann nur Israelis oder Juden zum Beispiel ja aus den Gebieten raus müssten und gleichzeitig leben aber noch 2 Millionen arabische, muslimische Israelis in Israel weiterhin. Das wäre doch auch irgendwie unfair, oder? Eben, und deswegen ist das Gequatsche von einer Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung so dermaßen surreal und so dermaßen unrealistisch, dass unter normalen Bedingungen eigentlich nur von einem Vielstaat gesprochen werden kann, der dann je nach Definition entweder Staat oder Autonomiegebiete genannt werden können. Aber dann müssen sich die Israelis auch komplett herausziehen, aber es muss verhandelt werden über eine Entmilitarisierung. Ich sehe das nochmal anders, zum Beispiel in Gaza. Ich glaube nicht, dass wir den Fehler machen, uns ganz rauszuziehen. Es wäre dumm einfach, weil wir haben ja gesehen, was letztes Mal passiert ist, wenn wir keine... Und du musst irgendwie Außenposten da im Streifen behalten, wenn du weiterhin Kontrolle über das Gebiet... Dann braucht man über alles andere nicht mehr nachdenken. Es geht nicht. Entweder gibst du den Palästinensern, was sie wollen, und sie verwalten sich alle selbst... wirkliche hundertprozentige Selbstverwaltung ohne Militär. Und Israel kann das unter internationale Aufsicht stellen, nicht mehr unter dieser fucking UNRWA, dieser
ekelhaften Bewegung. Ja, wollte ich gerade sagen, so wie wir Libanon unter die Internationale, so wie den Sinai unter die Internationale Aufsicht gestellt haben. Genau, überwiegend nur muslimische Truppen, die da den ganzen Scheiß bewachen. Ja, Mann, aus Pakistan oder so. Sondern wirklich eine internationale, eine Behörde, bloß nicht diese korrupte UNO, sondern tatsächlich eine neu eingerichtete Organisation, die überwacht, dass dort dass sich nicht wieder eine Terrorbande dort bildet und kein militärischer Apparat. Es darf also keine militärische Bewegung geben. Und Israel kann auch zum Beispiel dann mit diesen arabischen Autonomiegebieten dann aushandeln, dass falls aus irgendeinem Grund irgendjemand sie angreift, dass es ein militärisches Bündnis gibt, ein Verteidigungsbündnis gibt. Aber entmilitarisiert und unabhängig, echte hundertprozentige Unabhängigkeit ist die einzige Lösung, die ich mir vorstellen kann. Eine Einstaatenlösung wird nicht funktionieren, weil Israels Philosophie ist, den jüdischen Charakter dieses Staates zu behalten. Und das würde nicht funktionieren, wenn man ein paar Millionen Araber in eine Einstaatenlösung mit integriert. Dann wären die Araber über Nacht die dominante Volksgruppe und dann würden sie in der Politik und so. Ich gehe mal mit dir. Ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch dieses Zwei-Staaten-Lösung und eigentlich dann dritten Staat, nämlich wenn die ein unbegrenztes Recht auf Wiederkehr haben und dann werden sie uns einfach also von der Zahl über. Aber ich gehe mal darauf hin und sag, okay, du könntest tatsächlich selbst, sagen wir mal, jetzt nach dem 7. Oktober ist jetzt die Idee für zwei Staaten oder sagen wir auch drei Staaten sehr, sehr niedrig in Israel. Aber sagen wir mal, du könntest in einem Jahr oder so eine gewisse Menge an Israelis die könntest du denen verkaufen, die Idee von dieser Lösung, weil die einfach keinen Bock mehr auf Krieg haben. Ich glaube nicht, und ich kann es auch mit Daten belegen, dass die palästinensische Bevölkerung, die breite Straße, sich auf diesen Deal einlassen würde. Glaube ich einfach nicht. Ja, wie gesagt, mehr Staatenlösung. Wie gesagt, das ist ein Konflikt, eines der wenigen Konflikte, die nicht lösbar sind. Genauso wie der Kaschmir, Pakistan, Bangladesch und Indien-Konflikt. Das hat das ja schon längst jemand gemacht vor langer Zeit. Es ist kein elender Konflikt, der nicht lösbar ist. Und die 3-4 Staatenlösung ist der einzige Weg, dass sich etwas bewegt. Und alles andere ist utopisch, ist nicht umsetzbar. Es ist leider Gottes, ist das eines der Konflikte, die Israel bis in alle Ewigkeit verfolgen wird. Ja, auf jeden Fall noch eine sehr lange Zeit. Anna, kannst du damit leben? Ja, es war eine sehr ausführliche Antwort. Naja, Leute, ja, dann alles Gute, gute Nacht, weil ich gehe raus, ja. Ich muss auch schlafen, bin müde. Ja, aber ich glaube. Alles Gute euch, ja. Ja. Martin, ich gehe auch raus. Okay. Okay, schlaf gut. Gute Nacht. So, Anna ist auch verschwunden. Ja, die kommt bestimmt gleich wieder. Ja. Also war der Konsens, glaube ich, hier im Panel, dass keine Zwei-Staaten-Lösung realistisch ist. Dass wir tatsächlich uns gerade in irgendwie was zwischen einer Ein-Staaten-Realität und einer Vier-Staaten-Realität befinden, ja, irgendwo dazwischen, nichts Halbes, nichts Ganzes. Und dass vielleicht die Lehre ist, die wir daraus lernen können, dass es nicht für jedes Problem eine Lösung gibt. Das sowieso nicht. Und die andere Sache ist auch, eine Sache ist, die Araber sind wirklich doof. Die Israelis haben in den vielen Abkommen, die sie getroffen haben, ja, zum Beispiel 1949 an dieses Amnesty-Vereinbarung oder den Allen-Plan von 1967 bis 1980 oder der Rogers-Plan und Geneva-Konferenz und so etwas und so weiter und so fort. Die Israelis und ich nenne jetzt mal eine Zahl. Zu 99% waren die Israelis in diesen 10 Friedensgesprächen bereit, zu 99% auf die Forderungen der Palästinenser einzugehen. Und es ist alles an Mentalität, ja, und sie haben das alles versäumt. Sie haben das versäumt. Und deswegen entweder, ich glaube, die realistischste Form ist eine 3- oder 4-Staaten-Lösung oder eine 3-4-Autonomie-Staaten-Lösung und alles andere ist utopisch, es sei denn, die Araber und die Juden
kommen überein und sagen, ja, wir ziehen auf die eine Seite und ihr geht auf die andere Seite. Und dann gibt es eine riesige Verschiebung von Menschenmassen nach links und nach rechts. Und dann zieht man eine gigantische Mauer zwischen denen und schottet sich ab. Aber selbst dann dürfte dieser Palästinenserstaat niemals echt unabhängig sein. Er müsste immer entmilitarisiert sein. Immer. Ja, oder was Odin vorhin gesagt hat, dass man quasi incentiviert, die freiwillige Ausreise aus den Gebieten, zum Beispiel Gaza, da werden jetzt nicht sehr viele Leute leben können und wollen über die nächsten Jahre, weil es einfach ein extrem zeit- und geldaufwendiger Aufwand ist, wieder aufzubauen, dass man die incentiviert oder irgendwelche Länder, dass man denen Anreiz dafür gibt, die Flüchtlinge aufzunehmen. Ägypten, glaube ich, wird definitiv einige Flüchtlinge aufnehmen, aber das kann halt nicht alleine die 2 Millionen oder sagen wir mal auch nur an 1,1 Millionen, die jetzt quasi aus dem Norden von Gaza geflüchtet sind, aufnehmen. Ja, das könnte man auch, weil wenn wir quasi nicht mit den Palästinensern Frieden schließen können, haben wir schon bewiesen, dass wir mit den moderaten arabischen Ländern trotzdem Frieden schließen. Also ist uns egal, was die machen, ja. Wir machen unser Ding weiter. Und wenn wir mit denen Deals machen können, dass sie quasi eine gewisse Anzahl Kontingent an Leuten, Flüchtlingen bei sich aufnehmen, ich glaube, viele von denen würden gehen, ja, wenn die Anreize stimmen würden, weil es ist einfach besser als die Realität, die sie jetzt gerade facen. Ja, vor allem darf man eine Sache nicht vergessen. Gaza ist ein Fake-Gebilde. 75 bis 80% der Menschen, die im Gaza leben, sind dort nicht einmal in der zweiten Generation zu Hause. Ja. Ja, das heißt, die sind tatsächlich aus anderen Regionen dort hingekommen. Gaza ist im Grunde genommen ein Pass. Ja, es ist ein Pseudogebilde. Die Menschen dort sind überwiegend Flüchtlinge. Überwiegend kommen sie aus anderen Regionen. Das heißt, die bekommen ja auch keine Dokumente, außer dass sie Flüchtlingspapiere bekommen. Das ist ja auch so gedacht, Kian, glaube ich, ne? Ja, ja, das ist so, weil sie kommen aus anderen Regionen und sie selbst haben die Kinder, Grund, die in Gaza jetzt geboren werden als Flüchtlinge eingestuft. Ja, das ist so krank. Und ihr werdet euch wundern, wie sehr sich Europa noch in diese Frage einmischen wird. Wahrscheinlich werden die Deutschen wieder die ersten Bettler sein, die. Haben wir doch schon gesehen? Hier, vorgestern München Sicherheitskonferenz, haben wir doch schon gesehen. Deutschland war das erste Land. Die werden und das letzte Mal, nur mal dazu am Rande, ja, das letzte Mal, dass in München das Schicksal der Juden entschieden wurde, lief das nicht besonders gut in der Geschichte, wenn wir uns mal daran zurückerinnern wollen. Also ich bin ganz stark dagegen, dass sich irgendein westliches Land, auch selbst wenn es die USA sind, die sehr viel militärische Unterstützung geliefert haben, dass die sich da einmischen. Bin ich ganz krass dagegen. Ja, aber die Europäer werden viele Palästinenser aufnehmen. Also Baerbock hatte schon mit dem Gedanken gespielt. Und es kann sein, dass, ich meine, Gaza ist auf Jahre nicht bewohnbar. Das muss man akzeptieren. Die gesamte Infrastruktur ist im Eimer. Und das große Chaos kommt jetzt noch in Rafah. Ja, dort, wo faktisch der Kern der Hamas zu Hause ist. Wenn dort die israelische Armee reingeht, dann geht es richtig zur Sache. Und dann gibt es eine riesige Flüchtlingswelle. Und Israel wird wahrscheinlich mit der internationalen Gemeinschaft dort etwas aushandeln, dass die meisten Menschen dann wahrscheinlich auf die Sinai-Halbinsel kommen. Und natürlich gut abgeschottet und in Lagern durch internationale Hilfe. Dort über Jahre hinweg bleiben. Und das ist eines der Möglichkeiten, ja, dass die Menschen faktisch umgesiedelt werden und dass das eine Pufferzone wird zwischen Ägypten und Israel und dass Israel expandiert zurück in den Gaza als militärische Pufferzone und als neues Siedlungsgebiet. Ist auch sehr wahrscheinlich und würde ich auch begrüßen. Ja, das wäre von mir die favorisierte Lösung und ich glaube, das ist auch die Lösung für die ich bin mir noch nicht sicher, dass die Regierung sich schon hundertprozentig sicher ist, was sie machen wollen. Aber das ist auf jeden Fall das, wo viele Strömungen hinwollen. Und es gibt schon sozusagen Bewegungen, die dazu bereit sind, auch wieder Gush Katif, die Siedlung, die in Gaza abgebaut wurde, 2005 wieder aufzubauen. Ja. Ich glaube, 500 Familien oder so sind das. Meine Lieben, ich weiß, dass es ist sehr brenzlig und sehr heiß, diese Diskussion, aber ich schlage vor, wir verabschieden uns gleich in unseren Schönheitsschlaf. Wir machen gerne jetzt noch ein Abschlusswort, dass auch Stefan, Speedy, Frank
und dann auch Kian und Beats, der heute unter Hamas.com bei uns ist. Übrigens danke, Igor, dass du mit Beats deinen Account geteilt hast, damit Beats endlich rein kann. Abonniert Anna, ganz Beats. Kurz, machst du jetzt nur Spaß oder du weißt schon, ich bin Lion, ne? Nicht Beats. Ich habe nur vorhin Spaß. Du bist Zion? Ja. Entschuldige, Mensch. Sollen wir denn noch welche einladen für das Schlusswort? Noch welche hochholen oder jetzt nicht mehr? Oder noch einladen? Wir holen keine mehr hoch, weil die Menschen möchten, dann wird das unendlich viel. Ja, es ist Polly. Ich, oh Gott. Entschuldige, ich dachte, du bist Beat die ganze Zeit. Nicht Polly, nicht Polly. Lion. Ach, Lion, Mensch. Meine Güte. Ich habe heute alle vertauscht. Ich dachte, du machst einen Witz, weil wir machen immer Witze, dass sich alle wie Beats anhören, aber okay. Du hörst dich wirklich wie Beats an. Oh mein Gott. Alles du kannst, gut, du kannst deine Ehefrau testen. Du hörst dich wirklich 1:1 an. Also, Lein, du und heute Hamas kommen. Und ja. Ich lade niemanden hoch, außer jemand will unbedingt etwas zum Schluss sagen, aber wirklich in ein paar Worten, dann könnt ihr hoch. Und wir machen gerne morgen noch weiter. Ich bin morgen um 21 Uhr, spätestens 21.30 Uhr, wieder online, wieder auf Deutsch. Ja, ich habe jetzt erstmal einen Riesendank an alle im Chat und an Kian besonders. Bitte abonniert Kian. An Speedy, an Stefan, an dich, Lion, an Frank, an alle, an Odin, einfach an alle, die da waren. Ich kann nicht alle aufzählen. Und wer möchte zuerst etwas zum Schluss sagen? Okay. Ja, komm. Dann Lion. Sollen wir diesmal oben anfangen oder bei Kian? Oder? Ja, oben, ja. Ist okay, oben, let's go, ja, bei Kian dann. Oder ich kann auch. Ja, sag mal was. Okay. Also wie gesagt, dann kann ich ja das Schlusswort noch verwenden, was ich vorhin eigentlich schon sagen wollte, wie das Thema da diese Gastarbeiter waren, wo man sagte, dass man da immer, dass da immer gesagt wird, dass da die Gastarbeiter damals also Deutschland aufgebaut haben. Und das hatte mich dann so ein bisschen schockiert nach dem 7.10., wo dann die ganzen Demonstrationen, die Palästinenser-Demonstrationen in Deutschland waren, weil sie ja auch dann da demonstriert haben, wer da jetzt alles pro Palästina ist, auch hier in Europa von den Staaten. Und da war ich schockiert, wie dann auch hier ein bekannter TikToker dazu aufgerufen hat, zu boykottieren. Also diese typische Boykottaufrufe von israelischen Produkten und westlichen Produkten, Starbucks, soll man alles boykottieren. Und da habe ich gedacht, ist jetzt wieder irgendwie auch wirklich wieder so DDR-Westprodukt Boykott sozusagen. Ne? Und der hat auch aufgerufen, man soll dann die Läden irgendwie kaputt machen und zerschlagen. Und das fand ich schon heftig. Ne? Also wenn man sich das dann vorstellt, wenn das dann irgendwann mal von gewissen... Ich sage Gruppen immer, die sollen dann als erstes Internet und alle medizinischen Behandlungen boykottieren, dann sich einfach ins Steinzeitalter boykottieren und dann braucht man eigentlich keinen Krieg mehr, dann sind die einfach weg. Ja, aber das war so dieses, wo man früher schon mit diesen Trümmerfrauen, wo man sagte, wir haben Deutschland aufgebaut, was ja irgendwie denen irgendwie ins, wie ein Floh ins Ohr gesetzt wird, was ja gar nicht, die kamen ja erst in den 60er Jahren. Und jetzt auch nochmal dieses, ja, die sind ja hier in Europa, ist man ja auf uns angewiesen. Und wenn die hier gegen uns sind oder gegen irgendwie eine Palästina gegen uns sind, dann machen wir hier alles kurz und klein. Ne? Daran sieht man eigentlich, dass das schon, ja, schon etwas beängstigend dann, was heißt beängstigend, aber schon, ja, gruselig. Danke dir. Dann Beats Mensch, Leon. Ich wünsche allen eine gute Nacht und dann vielleicht bis morgen wieder. Ich versuche es dann zu schaffen. Ne? Ja. Gute Nacht. Leon? Ja, Beats hier, Leute. Fresh Beats. Ich habe nicht viel zu sagen. Nur danke erstmal, Anna, dass du die Plattform hier immer bereitstellst, dass wir unsere Meinungen sagen können und gehört werden. Und bring them home. Bring them all home. Und Am Israel Chai. Am Israel Chai, ja, das ist sehr wichtig, dass du das auch zum Schluss gesagt hast, bring them home. Stefan? Ja, war wieder ein Vergnügen hier zu sein und sind unterhaltsam wie lehrreich, auch dank hier Sichan Kian, also Meister Kian, der uns immer mit seinem
wissentlichen Reichtum hier beglückt. Ist immer wieder sehr bereichernd. Und ja, ansonsten schauen wir, dass wir wieder bald zusammenkommen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Boah, hier shifts gerade wie die Hölle. Also, schönen Abend euch noch. Dankeschön, schönen Abend dir auch und gute Nacht, Kian. Du jetzt. Ja, ich kann nur sagen, baut euch eure eigenen Foren auf, lernt, wehrt euch gegen die islamische Propaganda, kämpft für eure Heimat, unterstützt die Juden. Der Kampf Israels ist auch unser Kampf, auch wenn das einige nicht glauben können. Aber der Kampf Israels ist ein Kampf Zivilisation gegen die islamische Barbarei. Und deshalb bin ich mit Herz und Seele auch bei Israel und für den Zionismus. Weil ohne den Zionismus wären diese islamisch-arabisch-muslimischen Barbaren schon längst über das jüdische Volk hergefallen und hätten auch den letzten Juden dann noch getilgt und verschluckt. Und deshalb, ja, alles Gute für Israel und alles Gute für den Zionismus. Und ich hoffe, es kommt zu einer Lösung und dass Israel endlich in Ruhe leben kann. Maschallah, Habib. Maschallah. Genau, subhanallah. Inshallah. Inshallah. Ich habe das Wort beschlossen, oder? Subhanallah. Dann danke schön und gute Nacht an euch. Alhamdulillah. Ja, dir auch. Guten Appetit. Bye. Ian, danke schön, dass du da warst. Und ja, an alle gute Nacht und bis morgen. Okay, gute Nacht. Gute Nacht.